Justin, herzlich willkommen bei TV Total. Heute Moderatorin Mira Filau und im großen TV Sex and the City Chris. Außerdem zu Gast Björn Gerdeli und Ricci. Und hier ist ihr Gastgeber Steffen Raab. Schön. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Ich muss erst mal was sagen. Ich verbürge mich persönlich dafür, dass ich mich vor der Sendung vergewissert habe, dass unser Ansager nicht getrunken hat. Ja? Bei Miriam Pilau hatte ich den Eindruck, sie hätten sowas gesagt wie: Das ist Miriam Pilau! Haben Sie darüber weggetäuscht, dass Sie den Namen nicht entziffern konnten? Ist manchmal ein bisschen unsauber geschrieben, oder? Das war nicht Ihre Schuld, aber ansonsten ganz große Show. Ich glaube, Dormagen wird Sie lieben. Ja? So, das ja, zu diesem Thema. Dann, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie diese Schlagzeile hier gelesen haben. Ja? Susan mag nicht mehr Starnke heißen. Und jetzt werden die Zeit oder die Bild-Zeitungsleser aufgefordert, einen neuen Namen für Susan Starnke zu suchen. Ja? Wie wäre es denn mit The Artist Formerly Known as Darmspiegelung? Ja? Formerly known as Darmspiegelung. Tafkatzplung. Ja. Toll, oder? Susan Starnke möchte nicht mehr Susan Starnke heißen. Schade eigentlich, jetzt wo ihr Name sich in Hollywood gerade eingeprägt hatte. Ja. Super, oder? Vielleicht hat Caroline Beil einen neuen Vorschlag für einen neuen Namen für Susan Starnke. Vielleicht The Freaky Fucking Face. Ja? Irgend sowas in dieser Richtung. Super, oder? Naja, was soll man machen? Ich glaube, Susan Starnke, vielleicht sollte sie sich einen Nachnamen zulegen, der ihre Einzigartigkeit widerspiegelt. Sowas wie Meier oder Müller, ja? Das wäre vielleicht ein toller Vorschlag. Dann möchte ich Ihnen was zeigen von NTV. Manfred Bleskin, die coolste Sau von NTV, hat wieder zugeschlagen. Und zwar ging es um das Abschiedskonzert von Luciano Pavarotti, ja? Auch bekannt unter dem Namen Die drei Tenöre. Ja? In New York hat Luciano Pavarotti sein letztes Konzert gegeben. Und Manfred Bleskin konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. Schauen Sie hier. Schluss. Luciano Pavarotti nimmt Abschied vom Sängerleben. Eigentlich wollte Pavarotti im Oktober 2005 mit dem Singen aufhören. Doch in letzter Zeit mehrten sich die Probleme. Die Körperfülle macht dem Künstler sichtlich zu schaffen. Luciano Pavarotti, FDH, Luciano, guter Rat. Der Manfred Bleskin, oder? Das stand bestimmt so nicht im Skript. Ich hätte von Manfred Bleskin nach sowas zum Beispiel erwartet, einen Satz wie: Tja, da platzt er. Ja. Dann, meine Damen und Herren, wir haben ja gestern schon darüber berichtet und wir haben es hier groß gefeiert. Das Glücksrad ist wieder da. Das Glücksrad, und zwar bei 9 Live dieses Mal, ja, wo es schon bei Sat.1 war, bei Kabel 1, jetzt bei 9 Live das Glücksrad mit dem alten Moderator Frederik Meissner, aber der neuen Buchstabenfee Ramona Drews.
Wir berichteten gestern darüber. Und natürlich hat sich auch jetzt schon wieder etwas Tolles zugetragen beim Glücksrad. Sie wissen, normalerweise stehen die Gäste dort und wenn sie einen Buchstaben kaufen wollen, dann nennen sie diesen Buchstaben und ein Bezugswort. Also sowas zum Beispiel, ich nehme A wie Anton, ja, oder B wie Bertha. Jetzt schauen Sie sich mal an, was für einen Buchstaben dieser Kandidat gerne hätte. Bitte? Das, den Buchstaben? Berühmt-berüchtigt ist der Rätselbereich. Und Moment, jetzt muss erstmal das Rad zum Stillstand kommen. 50 Euro und jetzt der Buchstabe, bitte. Ein Dora wie Dieter. Ein Dora wie Dieter? Ich hätte gerne ein Dora. Ich hätte gerne ein Dora wie Dieter. Dankeschön. Super. Und Ramona dreht schon ganz hektisch. Scheiße, wie sah das Dora noch mal aus? Scheiße, wo ist das Dora? Ja? Ein Dora mit Glücksrad. Wir sind froh, dass es dich wieder gibt. Ja? Und wir werden natürlich weiterhin dir treu bleiben und über dich berichten. So, dann möchte ich Ihnen was zeigen. Das habe ich Ihnen vor längerer Zeit schon mal gezeigt. Das nur zur Einführung zu dem, was ich Ihnen gleich zeigen möchte. Und zwar beim MDR Sport im Osten haben wir mal ein Maskottchen gesehen. Und zwar das Maskottchen des FC Chemnitz, so eine Katze, ein Kater, ja, der sich nach dem Spiel auf dem Spielfeld mit einem der Spieler unterhielt. Die beiden haben offensichtlich gefachsimpelt. Schauen Sie hier. Okay, wenn du dann so einfach den Vorsprung wieder herschenkst, dann ist es natürlich dann umso schwerer. Und das haben wir dann halt nicht mehr geschafft, das zweite Mal nochmal aufzuholen. Es darf diskutiert werden nach dieser Niederlage. Markus Alf hat das schon sehr intensiv getan. Mit dem CFC-Maskottchen. Guido, bitte. Ja, offensichtlich hat das Maskottchen einen großen Sachverstand. Ja? Und das ist jetzt schon länger her, das hatten wir Ihnen schon mal gezeigt. Jetzt auf einmal taucht das Maskottchen wieder auf und wieder mit großem Sachverstand. Schauen Sie mal bitte hier. Sie haben vor dem Spiel verlauten lassen, eigentlich ist jedes Spiel nach wie vor ein Spiel gegen den Abstieg. Hat der CFC jetzt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun? Also, ich habe immer wieder gesagt, wir brauchen jeden Punkt. Nee, nein, möchte ich nicht so sagen. Ich persönlich... Ich persönlich finde es schön, dass der Karl-Heinz Wildmoser so schnell wieder einen Job im Fußballgeschäft gefunden hatte. jetzt gibt es einen kleinen Ausschnitt aus der Sendung Hier ab 4 im MDR. Und zwar wurde dort berichtet von der Oscar-Verleihung, mit G aber, Oscar. Ein Preis von der Bild-Zeitung, die Oscar-Verleihung. Und viele von Ihnen wissen vielleicht nicht oder wussten vielleicht nicht, was ist denn der Oscar? Und deswegen wurde in dieser Sendung mal bei dem Publikum vor der Verleihungshalle nachgefragt. Schauen Sie mal hier. Wer ist eigentlich Oscar? Keine Ahnung. Oscar ist so... Das Bild mal kotzen? Was? Das Bild mal kotzen? Das Bildmaskottchen. Tja, die Bild-Zeitungsleser wissen eben alles, meine Damen und Herren. Ja. Das Bildmaskottchen ist das. Oscar, das Bildmaskottchen. So, und kommen wir zum Sport. So, bild dir deine Meinung. So, wir kommen zum Sport, meine Damen und Herren, und zwar Biathlon. Normalerweise eine coole Sportart, wissen Sie, langlaufen und schießen, ja? Ist allerdings ein bisschen blöd, wenn Nebel ist. Ja? Und es wurde aber trotzdem diese Veranstaltung abgehalten und da kennen Sie ja diese Schießstände, da liegen dann 20 Schützen, in diesem Fall waren es Damenbiathlon, Schützinnen nebeneinander und versuchen, diese schwarzen Knöpfe da zu treffen. Und immer, wenn dieses Feld rot aufleuchtet, dann heißt es, ein Schuss ging daneben. Jetzt war Nebel, ja? Und schauen Sie, was passierte. Und achten Sie mal auf dieses erste Schießen, das folgen wird, das natürlich unter ganz speziellen Vorzeichen steht, nämlich denen des Nebels, Herbert. Sehr, sehr schwierige Bedingungen, meines Erachtens fast irreguläre Bedingungen. Da aber nicht Gefahr für Leib oder Leben besteht, kann man das mal probieren. Für mich ist fast unmöglich zu schießen. Zählen Sie mal die gelben Punkte jetzt mit. Wir sind nahezu bei 9, bis der erste Treffer gelandet wurde.
Das ist eine ganz, ganz seltene Konstellation bei so guten Schützinnen, die sich im Feld befinden, wie Olga Püllewa beispielsweise gerade oben. 5 Fehler Seitzewa. Ja, toll, oder? Im Nebel sollte man eben nicht schießen. Ja, ich hoffe, die haben nur mit Betäubungspatronen geschossen im Nebel. Ja, nicht, dass irgendein Kampfrichter darunter leidet. Aber was ist noch schlimmer, meine Damen und Herren, als Biathlon im Nebel? Skispringen im Nebel. Ja? Schauen Sie sich bitte das hier an. 106 Meter waren es für den Finnen, der sich immerhin wieder ins Team hineinkämpfen konnte. Sein persönlicher Erfolg in dieser Saison. Johan Eriksson hat, der Schwede, mehr gezeigt, als wir jetzt von ihm gesehen haben. Ja, toll, oder? Was für ein Sprung! Ich glaube, einige kreisen immer noch über der Schanze und suchen das Aufsprungfeld. Ja. Gewiss. Ach so, meine Damen und Herren, eine Information habe ich noch für Sie in eigener Sache. Sie wissen, unser SSDS-GPS-Sieger Max hat letzte Woche seine Single veröffentlicht, Can't Wait Until Tonight. Und Auflage war es, damit wir es zur Endausscheidung, beziehungsweise zur Vorausscheidung des Grand Prix schaffen, am nächsten Freitag, Auflage war es, dass wir es in die Top 40 der Charts schaffen. Ja? So, und heute Nachmittag sind die offiziellen Charts dieser Woche rausgekommen. Und ich möchte mich jetzt wirklich ganz aufrichtig und ehrlich bei all unseren Fans und unseren Zuschauern und Max-Fans bedanken. Und ich habe mit Max eben gesprochen. Er ist in den Wald gelaufen, hat in den Baum gebissen, ja, weil er sich so gefreut hat. Ja. Heute von 0 auf 1, meine Damen und Herren. Max, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Sensationell, oder? Das heißt, wir sind dabei! Ja! Wir sind also am Freitag dabei, definitiv bei der Vorausscheidung zum Grand Prix Eurovision de la Chanson. Und das heißt, der erste Schritt ist geschafft und wir zählen natürlich auf Sie, meine Damen und Herren. Schauen Sie zu am Freitag und helfen Sie Max nach Istanbul, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, jetzt zu einem anderen Thema, und zwar Big Brother. Ja, wir haben letzte Woche schon mal was gezeigt. Sie wissen, bei Big Brother ist es so, da gibt es verschiedene Bereiche in dieser neuen Staffel. Und zwar ein Bereich für Reiche, also nicht für Reiche, sondern die haben halt alles. Ja? Die tun halt so, als wären sie reich. Ein Bereich, die tun halt so, als wären sie arm. Und einer, die sind normal. So. Und wir haben letzte Woche schon eine junge Frau vorgestellt. Die ist die junge Dame mit den vielen Silikonimplantaten. Und zwar Kader ist ihr Name. Und sie war früher mal mit einem Schauspieler liiert, nämlich mit Sven Martinek, der auch erfolgreich in dem Film Der Clown mitgespielt hat. Und jetzt will sie den anderen im Big Brother Haus erzählen, was das Lebensmotto von Sven Martinek ist. Und schauen Sie mal, wie aufmerksam man ihr zuhört. Und schon wieder ist Kaders Ex-Freund, der RTL-Schauspieler Sven Martinek, Mittelpunkt des Gesprächs. Also mein Ex-Freund hatte 5 Kinder von 5 verschiedenen Frauen. Er hat nach dem Lebensmotto gelebt. Scheiße, den kenne ich, was ist das nochmal? Er hat nach dem Lebensmotto gelebt. Das ist das. Das konnte ich mir drauf. Entschuldigung. Das Lebensmotto von Sven. Kennen wir doch alle das Lebensmotto von Sven Martinek. Dumm fickt gut. Und jetzt unterhalten Sie sich darüber, was wahre Liebe ist. Und Kader versteht wohl etwas miss. Ja? Schauen Sie sich das hier an. Für mich gilt der Spruch, wahre Liebe ist, wenn man gegenseitig, also zur selben Zeit in einem Raum ist, wenn einer auf Toilette ist. Ja? Findest du? Also wenn ich verstehe, mal, was du damit meinst. Wenn ich wieder dass mal, man vor dem anderen kackt, ja? Das ist die wahre Liebe, meinst du? Also das ist, ja. Ja, aber wieso? Das muss man doch nicht von einem... Nein, aber... Vom Kacken abhängig machen. Ja, was ist denn da los, oder? Das muss man doch nicht vom Kacken abhängig machen. Ja.
Das hat Sven Martinek auch immer gesagt. Das geht doch nicht. Ja. So, und jetzt auch was Tolles. In dem armen Bereich hat sich ein Pärchen gebildet, nämlich Sascha und Sandra. Ja? Und Sandra will von Sascha wissen, ob er auch was mit Kader anfangen würde. Und daraufhin macht Sascha ihr eine interessante Liebeserklärung. Schauen Sie hier. Ja, was ist denn, wenn sie jetzt zu dir kommt und sagt, sie will jetzt mit, dich? Knallen. Na? Na? Was machst du? Ich knall, ne? Was? Mit zu knallen, denke ich mal. Echt? Oh ja. Oder? Was würdest du machen, wenn das Sascha kommen würde? Ich würde nee sagen, weil er mir nicht gefällt. Ja, aber sie gefällt mir noch. Sie sieht schon gut, ja, sieht schon gut aus, oder? Aber ich glaube, ich würde schon mit ihr irgendwie mehr Kontakt haben, aber einmal oder zweimal würde sie schon mal da. Glaube ich. Oder? Was fragst du mich? Nee, ich meine, ich würde schon mit dir mehr Kontakt haben, weil du bist echt süß und so, ne? Aber wenn die jetzt mal machen würde, also mit dir würde ich dann öfters wahrscheinlich, aber mit dir ernst will mal so gucken, wie sie ist, würde ich schon mal wollen. Ist schlimm? Was denn? Wenn ich das tun will. Was denn? Mit ihr schlafen würde. Ja, dann wirst du auf jeden Fall nicht mehr mit mir schlafen. Oh, du bist aber radikal, ey. Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Ja. Nach so einem Satz wird man normalerweise automatisch FC Bayern-Mitglied. Ja. Wieso denn? Was hast du denn dagegen? Ja? Ich würde mit ihr halt knallen, aber dir würde ich öfter beim Kacken zugucken. Ja, toll. Das war ja schon fast ein Heiratsantrag, oder? So kann man das eigentlich einordnen. Und mehr von Big Brother zeigen wir Ihnen in den nächsten Tagen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Mann zu uns, der ja, alles erreicht hat, was man erreichen kann im Leben. Unfassbare Welthits hat er geschrieben wie Easy, wie All Night Long, wie We Are The World. 100 Millionen verkaufte Schallplatten. Und er ist Stammgast in unserer kleinen, gemütlichen Show hier bei ProSieben. Und herzlich willkommen. Willkommen heute Abend, meine Damen und Herren, der einzig wahre Lionel Richie. So I like this. This is like the large version of surfing in California. Exactly, that's what it is. I like the last time you were here, we were in the old studio. The old studio. I love this. Yeah. This is fantastic. When was the last time you were here? One and a half years ago. I feel like it was last week. Yeah. I spend so much time seeing you now and on television. He's now when you're in Europe. Here. When I'm in Europe. Okay. It's not just when I come to Germany now. Yeah. And so I can dial in now and watch what you're doing from time to time. So you take a look at the show sometimes. And you are as crazy as ever. Yes. And you are as crazy as ever, too. Thank you very much. So you're now back for promotion and touring in Europe. You go on tour here? I'm touring now. What we're doing now, this is the promotional tour. Okay, for the new album? For the new album. This is the new album. There it is. It's called Just... Is it the album? Just For You. Just For You, yes. Just For and You. The new single is also called... Just For Just You. Just For You. And the
tickets go on sale on the 26th, 27th of March for the tour. When does this tour start? Starts around October. October. October here. Yeah. So somewhere around in there, but the tickets go on sale in March, 26th, 27th. Gibt's tickets to go. And then you'll see me again here sweating, and then we'll have you back on stage again. In October. Oh, I come with you on stage again, of course. Yeah, but for all of the people who missed it last time, the last time I was here, oh my God. Aber das ist lange her. Eddie Rodriguez showed up on stage. But that's not me. Oh, that's not you. That's not you. You mean the famous guy from Puerto Rico? Exactly, Puerto Rico. Yeah. Eddie Rodriguez showed up, and it was absolutely insanity. Okay, I see. You understand? So yeah, this time I'd like to have you come on the show. What shall I sing? Hier kommt die Maus? Yeah, was soll ich denn? One of my most selling tunes. Hier kommt die Maus. A special version. You know, Stefan, I worry so much about you. Yeah. Yeah, you know, because I worry about you. Why? Because I was just backstage and I was watching you in the airplane. Right. And then you with the camel. Okay. And I'm just thinking, just how far can it go, man? Yeah. You gotta have courage. You gotta have courage. Er hat hinter der Bühne, vielleicht wissen Sie das noch, wenn Sie zu Hause zuschauen, als ich in dem Flugzeug geflogen bin und wie ich von diesem Kamel gefallen bin, er macht sich ein bisschen Sorgen um mich. Ja. I don't worry about you. I only worry about your daughter. Yeah. You should worry about me with my daughter. Yeah. Lionel Richies Tochter, Nicole Richie, hat einen unfassbaren Fernseherfolg in Amerika gehabt, als sie zusammen mit Paris Hilton auf eine Farm gezogen ist für ein paar Wochen. Simple Life hieß diese. So that was the name of the show, Yes, but there's nothing simple. There's nothing simple about simple my daughter. Simple Life. Simple Life, and it was in America unfassbar erfolgreich. I don't know how many million viewers. She has. I'll put it like this: it's the number one show in America, reality television. Okay, die erfolgreichste Reality Show, die jemals in Amerika gelaufen ist, und die kommt auch nach Deutschland, also die Show, und zwar hier bei ProSieben. Here on ProSieben, we're gonna have the Simple Life story. Well, let me tell you what's happening now. I'm being introduced now as you're Nicole Richie's father. Ah, yeah, right. Yeah, man stellt ihn nur noch vor als Nicole Richie's Vater. Yeah, es ist nicht mehr umgekehrt. Yeah. It's crazy. Yeah. So, the show Simple Life is gonna be on. Let me check. It's gonna be on ProSieben am 24. März. Yeah, 24th of March. 24th of March. Yeah, here, it's gonna start here. Gonna start here. It's also a big success in England and some other countries. Japan. I mean, I'm telling you, it is unbelievable that I am traveling around the world now, answering questions about my daughter. Yeah. So how did they came together, Paris Hilton and your daughter? They actually went to preschool, elementary school, high school together. Okay, die sind zusammen zur Schule gegangen. So, you know, and I'm Uncle Richie. You know, are you Uncle Richie? Richie. I'm to Uncle Paris Hilton? To Paris, you know she what I'm says saying? Uncle to you? Uncle Richie, which is okay. Uncle Richie. Oh, I love Paris. I love Paris. And I have all her videos. I knew you were going to go there. The joke is that when all the video stuff happened, I made one phone call. Yeah. And I said, Nicole? And she said, no, Dad. I said, thank you. Okay. But the good news. So no trouble for you. No trouble. Okay. But I will say, though, that the two of them together in this show, they're acting just like themselves. Ah, okay. In other words, they are together on a farm? On a farm, and they go through, I mean, literally farm chores. Yeah. And they're in a farming town in Arkansas. Yeah. And everything from delivering a calf, my daughter delivering a calf. Yeah right. Okay. Okay, to hanging out at the local, at the feed store, working at the burger store. I mean, it's really hilarious, but it's how they put their twist on it that makes it hilarious. Also, die beiden wohnen zusammen auf einer Farm in einem kleinen Ort in Arkansas und müssen halt alles das machen, was sie normalerweise nicht machen. Kühe treiben und Schweine backen und so, alles, was sie sich vorstellen können. That's exactly what I said. Exactly what you said. I tried to make it short. Das alles sehen Sie ab 24. März hier bei ProSieben. Aber Sie können sich auch die Musik von Lionel Richie besorgen. Das ist das aktuelle Album Lionel Richie Just For You und die aktuelle Single. Achso, hier nochmal.
Habe ich zu früh weggenommen? Die aktuelle Single heißt auch Just For You. Lionel Richie, meine Damen und Herren. Ja, Sie wissen, am Donnerstag, nee, am Freitag ist ja die Grand Prix-Vorausscheidung. Und am Donnerstagabend machen wir hier nochmal den großen Grand Prix-Countdown. Die ganze Geschichte von SSDS, GPS, alle die Künstler, alle Moderatoren, die Jurymitglieder werden alle hier sein. Und wir werden nochmal rückblicken, wie bei uns alles angefangen hat und wie es hoffentlich dann am Freitag auch erfolgreich endet. Deswegen machen Sie sich auf das gefasst am Donnerstag. Das SSDS-GPS-Spezial. Einen Tag vor dem großen Event. Der Countdown zum Grand Prix-Vorentscheid. Das große Wiedersehen von Jury, Moderatoren und den letzten fünf, um den SSDS-GPS-Marathon noch einmal Revue passieren zu lassen. Max! Sehen Sie einen Rückblick über die lustigsten Kandidaten in unserer Castingbox. Ja, again, yeah, yeah. Das SSDS-GPS-Spezial. Der Countdown zum Grand Prix-Vorentscheid am Donnerstag um 22.15 Uhr. Ja, seien Sie dabei, Donnerstag 22.15 Uhr, unser großer Grand Prix-Countdown zum Vorentscheid. Nochmal hier, das ist die aktuelle Single von Max, in Ihrem Handel erhältlich, Can't Wait Until Tonight, die neue Nummer 1. In den deutschen Charts. Vielen Dank dafür nochmal. Und jetzt kommt eine junge Frau, die jeden Tag bei ProSieben zu sehen ist, in der sehr, sehr erfolgreichen Sendung TAF zusammen mit ihrem Kollegen Dominik Bachmeier, der übrigens auch Vierer-Weltmeister im Wokfahren geworden ist. Vielleicht ist sie beim nächsten Mal dabei. Begrüßen Sie recht herzlich Miriam Pielhau. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Totschick, was hast du? Was? Gell, darf ich das mal ganz kurz zeigen? Was ist das denn? Das ist, wir machen ja heute ein bisschen Sex and the City. Da hast du aber noch ganz schnell End the City dran gehangen, oder? Ja. Als du sagtest, wir machen ja heute ein bisschen Sex and the City. Ja, wir sind ja beide nun glücklich anderweitig und so. Aber was ist das jetzt? Das ist jetzt also mein Sex and the City Outfit. Achso, sieht ein bisschen aus wie Krankenschwester Goes Frühling. Ich wusste, dass sowas kommt. Denn das ist, ich meine, du bist jetzt nicht der allergrößte Sex and the City Spezialist, aber das ist eine Mischung aus Carrie und Charlotte. Also Carrie finden die meisten Frauen gut und mit Charlotte wollen die meisten Männer was. Wer ist denn wer? Wer ist denn die Blonde? Ich kenne nur die Blonde, die immer auf dem Plakat ist. Das ist Carrie, genau. Und das Charlotte ist so ein bisschen die etwas biederere. Ja. Du kennst aber alle Folgen, oder? Du hast alles schon gesehen. Alle Folgen nicht, aber ich kenne es ganz gut. Ich habe auch gestern, ich gebe das zu, ich habe gestern noch mal auf DVD so ein bisschen was nachgeholt, weil ich dachte, wenn du jetzt hier mit Wissensfragen kommst, dann kacke ich total ab. Warum ist es so unglaublich erfolgreich, Sex and the City? Weil Frauen sehr, sehr ungeniert über Sex sprechen und sich auch nicht schämen, so Worte wie Ficken, Bumsen, Blasen in den Mund zu nehmen, zum Beispiel. Das machen wir hier ja nicht. Nein! Das machen wir hier ja nicht. Sowas kennen wir nicht. Wir versuchen das hier geschickt zu umschiffen, indem wir sowas nicht sagen, sonst ins Kacken. Ich sag's auch nie wieder. Jetzt ist ja, wie lange dauert das noch bei ProSieben? Jetzt ist die letzte Staffel läuft, ne? Es gibt danach keine mehr, oder? Danach ist Schluss. Das Großartige ist, womit ich meinen lieben Kollegen, der jetzt letzte Woche bei dir war, auch mal aufziehen kann. Ich war jetzt für die Oscars in Los Angeles und habe da die allerletzte Folge schon gesehen. Du weißt, wie es ausgeht? Ja, aber ich sag's nicht. Ach, du darfst natürlich nicht sagen. Nein, das wäre ein Frevel. Ja, nein. Das läuft jetzt noch eine Weile. Du hast also noch Chancen, es aufzuholen. Ja. Ja, dann machen wir jetzt noch mal ein großes Sex and the City Quiz. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel Ahnung. Ja, ich habe mir die Fragen von kompetenten Kolleginnen zusammenstellen lassen und bin mal gespannt, ob du etwas beantworten kannst. Hier ist das große TV-Total Sex and the City Quiz. Das große Sex and the City Quiz. Habe ich doch gerade schon gesagt. Ja. Das große Sex and the City Quiz. So, Frage 1. Jetzt muss da so ein Jingle kommen. Frage 1. Ja? So, jetzt kommt Frage 1. Pass auf. Wie viele Freundinnen erleben in der Serie gemeinsam ihre Abenteuer? Das ist schwer. A, 4, B, 11 oder C, unter Frauen gibt es keine Freundschaft. Ich tendiere zu C, aber es ist dann doch A. Es ist A, 4?
Ist es richtig? Ja. Ja, es ist richtig. A wäre richtig gewesen. Herzlichen Glückwunsch. So, nächste Frage. Ja. Ich hab echt jetzt. Wie hättest du auch erzählen können, dass elf sind? Ach komm, Stefan, wir hatten doch eben hier die vier Frauen hinter uns. Ja, anhand des Plakates hätte ich gesagt vier. So, jetzt die nächste Frage. Wie sollte Sex and the City in der deutschen Fassung eigentlich heißen? Das weiß ich nicht. A. Beischlaf und die Stadt. B. City City Gangbang. Oder C. GV Total. Das wär's, oder? GV Total ist großartig. Ja. Ich merke gerade, ich habe nur ein Problem. Anders als die Damen in der Serie weiß ich nicht so recht, wie ich mich mir hin. Mach das jetzt so. Ach so, machst du es auch gut. Ja, ja. Mach ruhig, wie du dich wohlfühlst. Ja. Nein, also von diesen vier Antworten, die wir Ihnen gegeben haben, ist natürlich keine richtig, meine Damen und Herren. Sex in the City sollte eigentlich so heißen. Muschi Party! So. Ist das in der Synchro? Ich hab's wirklich nur einmal so halb gesehen. Du kannst es ja auch nicht sehen, denn immer wenn die Serie läuft, dann bist du ja in Vorbereitung. Wenn die Serie läuft, mache ich hier ja die quasi. Sendung. Ja. Wie ist es? Da werden wirklich solche Worte dann auch benutzt? Ja, die sprechen über alles. Die sprechen über das, was Männer, glaube ich, am meisten fürchten, nämlich Geschlechtsverkehr en Detail. Also da werden detailgetreue Informationen ausgetauscht. Ja. Das geht doch nicht. Ja. So, Frage 3. Wie viel Paar Schuhe hat Carrie? A. 2. B. Über 200. Oder C. Alle. Ja. Ja, jetzt? Welche? Irgendwie ja, jetzt die richtige Frage? Antwort? Bitte? Alle. Carrie hat alle. Carrie hat alle? Ja. Nein, leider nicht. Richtige Antwort wäre das hier gewesen. Ja, nein, sie hat natürlich alle. Dann hat sie alle außer einem. Wie viel hat sie denn? Sie hat, weiß nicht genau, aber sie hat viele, oder? Das wurde mal in irgendeiner Serie gesagt, ich weiß es nicht. Sie hat bestimmt 200 Paar. Hast du auch viele Schuhe? Nein, aber ich habe eine Frau, die sie mir zumindest ausleiht, weil ich zu Hause überhaupt keinen Platz hätte für all die Schuhe. Ich habe die sogar. Schuhe aus? Ja, so zum Einmaltragen, so wie die. Die gehören mir nicht. Dafür zahle ich jetzt nicht furchtbar viel Geld. Das kann ich auch ganz offen zugeben an dieser Stelle. Und danach kriegt die wer anders? Wer und was? Danach muss da jemand anders seine Füße reinstecken. Ah, echt? Diese Menschen tun mir auch echt leid. Ja. Der arme Andreas Türk, meine Damen und Herren. Aber hier bei ProSieben wird eben alles mehrmals aufgetragen. So, nächste Frage. Was sagen Männer, wenn Sex and the City läuft? Sagen sie A. Ich gucke. Ja. Oder sagen sie vielleicht B. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Oder sagen sie vielleicht C. Bei mir juckt es jetzt überall. Ja. Bei uns zu Hause ist das ziemlich eindeutig geregelt. Also, guckt dein Freund mit? Mein Mann? Nee, der. Dein Mann, Entschuldigung. Hast du schon einen Mann? Ja, ich hab ihn. Hallo. Hier. Guten Hallo. Tag. Herr Pielhau. Der darf. Tag, Herr Pielhau. Heißt der auch Herr Pielhau? Nein, der heißt Hahnreich. Herr Hahnreich? Ja, nicht oh. Hahnreich. Wie? Ich wusste, dass das kommt. Harnreich? Hahnreich. Entschuldigung. Ja, der guckt nicht mit? Nein, der darf immer gucken, wenn Fußball kommt und ich habe dienstagsabends die Macht. Okay, da war aber leider die richtige Antwort nicht dabei. Die richtige Antwort ist, was sagen Männer, wenn Sex in the City läuft? Die sagen das hier. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. So. Okay. Ja, das war schon unser großes Sex and the City Quiz. Immer dienstagsabends vor TV Total. Ja, bei dir geht's wahrscheinlich lustig, munter weiter mit TAF. Natürlich jeden Tag ein harter Job, wie bei uns auch immer zur Stelle. Und du machst immer so Sonderberichterstattung vom Oscar. Was ist das Nächste, was du Großes vor dir hast? Na, ich hoffe auf jeden Fall die Oscars 2005. Ja. Und ansonsten vielleicht die nächste VOGUE-WM. Die nächste VOGUE-WM, da würde ich dich gerne sehen. Ja. Mit diesem Schuh bitte. Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Auf den Kopf. Ja, wir müssen jetzt gerade eine Schalte machen zu unserem Kollegen und auch VOGUE-Weltmeister im Vierer, Stefan Gödde bei BIS. Stefan! Hallöchen!
Hi Stefan, hallo Miri, guten Abend. Bei uns gibt's ja, jetzt habe ich mich schon wieder auf dem Ohr, ich tue es mal eben weg. Bei uns gibt es ja manchmal Probleme mit der Verzögerung. Das könnte sich jetzt erledigen, denn es gibt eine neue Technik, die übermorgen auf der CeBIT nochmal richtig gelauncht wird, wie man sagt. UMTS, schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten. Das gibt es zum Beispiel auch schon für den Laptop. Wir haben das mal ausgetestet, auch natürlich mit Handys. Also neue UMTS-Handys sind auf dem Markt. Die haben wir bei uns bei BIS getestet. Kann man sehr gespannt sein. Und außerdem gibt es noch was zu gewinnen. Diese Kamera hier. Die Pentax Optio S4i hat 4 Megapixel und 3 Stück davon heute Abend bei uns zu gewinnen. Also jetzt unbedingt dranbleiben. 3 von den 4 Megapixel gibt es heute Abend bei BIS, meine Damen und Herren. So ist es. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Stefan. Wir sind gleich bei BIS. Sehen Sie das? Da können Sie 3 von 4 Megapixeln der Kamera gewinnen. Großartig. Ich wollte immer mal einen Megapixel haben. Ja. Ja. So. Ja, dann bedanke ich mich, Miriam, dass du zu uns gekommen ganz bist. Gerne, ja, immer wieder. Komm bald wieder, dann machen wir den, wir haben das ganze Quiz gar nicht geschafft, dann machen wir den Rest des Sex and the City Quizzes. Und jetzt kommt, wie gesagt, BIS und morgen bei uns, erst um morgen TV Total, erst um 22.50 Uhr, morgen bei uns zu Gast Till Schweiger und Musik von Dashboard Confessionals. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Miriam,